Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag gegen 23.15 Uhr in Altach ereignet. Ein Fahrzeuglenker ist von Hohenems kommend vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen. Bei mir zur Unfallstelle gekommen sind, haben wir vorgefunden, dass ein Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen ist, eine Straßenlaterne zusammengefahren hat, ebenfalls eine Ortstafel und ist dann quer mit der Seite vom Fahrzeug in einen Baum hineingefahren. Das Fahrzeug hat ein eingedrücktes Dach gehabt. Die Person, die drinnen war eingeklemmt, schwer verletzt. Die wurde von uns, von der Ortswehr Altach und der Ortswehr Hohenems mittels Bergeschere befreit. Und wir haben die Person dann schwer verletzt der Rettung übergeben. Trotz eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen des Notarztes verstarb der Beifahrer noch an der Unfallstelle. Der Lenker wurde mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus Hohenems eingeliefert.